Der Atlantische Ozean war während des Zweiten Weltkrieges einer der bedeutendsten, wenn nicht der entscheidendste Kriegsschauplatz. Hier kämpften 6 Jahre lang nahezu alle existierenden Schiffstypen der verschiedensten Länder im Rahmen ihrer seestrategischen Aufgaben. Mittelpunkt dieses Kriegsschauplatzes waren nicht nur die großen alliierten Geleitzüge, die in endlosen Kolonnen den Nachschub quer über den Atlantik transportierten, sondern ebenso die deutschen U-Boote, deren Aufgabe darin bestand, dies zu verhindern. Aber auch die großen Schlachtschiffe Tirpitz, Bismarck, Hood, Scharnhorst, Gneisenau, Rodney und King George V. schrieben die Seekriegsgeschichte der Atlantikschlacht mit. Die Flugzeugträger, Kreuzer, Zerstörer und die zahllosen kleineren Sicherungsfahrzeuge erfüllten die unterschiedlichsten Aufgaben im Rahmen der ihnen zugewiesenen Bereiche. Das Flugzeug gewann während des Zweiten Weltkrieges zunehmend an militärische Bedeutung und wurde in der Schlussphase des Krieges zum beherrschenden Element, auch im Seekrieg. Bereits wenige Tage vor Kriegsausbruch bezogen die deutschen Panzerschiffe Deutschland im Nordatlantik und Admiral Graf Spee im Südatlantik ihre Wartepositionen und standen bereit zum Kreuzerkrieg gegen die feindliche Handelsschifffahrt. Kurz nach Beginn der Feindseligkeiten begannen die beiden deutschen Panzerschiffe mit dem Handelskrieg gegen alliierte Transportschiffe. Der erste Konvoi verließ am 8. September 1939 Halifax in Richtung England. Der Mangel an Geleitsicherungsfahrzeugen erlaubte in dieser frühen Phase des Krieges nur eine teilweise Sicherung der Konvois. Aufgrund der Aktivitäten der deutschen Kriegsschiffe wurde jedoch jeder Geleitzug zumindest mit einer schweren Einheit, einem Schlachtschiff oder schwerem Kreuzer gesichert. Diese Maßnahme machte von Anfang an mögliche Angriffe deutscher Überwasserkriegsschiffe zu einem unkalkulierbaren Risiko. Im Gegensatz zur britischen Marine verfügte die deutsche Flotte nur über sehr geringe geeignete Kräfte. 2 einsatzbereite Schlachtschiffe, Scharnhorst und Gneisenau, und 3 Panzerschiffe, Deutschland, Admiral Scheer und Admiral Graf Spee, waren vorhanden. Ihre Hauptartillerie bestand aufgrund des Versailler Vertrages lediglich aus 28 cm Geschützen. Dies bedeutete eine artilleristische Unterlegenheit gegenüber den Schlachtschiffen anderer Mächte. Die beiden neuen schweren Kreuzer Admiral Hipper und Blücher waren zu Kriegsbeginn noch nicht ausreichend eingefahren. Die Royal Navy hingegen hatte zum selben Zeitpunkt 12 Schlachtschiffe, 3 Schlachtkreuzer mit 40,6 bzw. 38,1 cm Geschützen bewaffnet, 6 Flugzeugträger, 15 schwere und 45 leichte Kreuzer zur Verfügung. Diese gewaltige Übermacht stand bereit, die wenigen deutschen Schiffe bei der ersten sich bietenden Möglichkeit zu vernichten. Während die britische Marine einen möglichen Schiffsverlust relativ leicht verkraften konnte, wäre der Verlust eines deutschen Schiffes für die Seekriegsleitung katastrophal gewesen. Für die deutsche Führung war vor allem die strategische Bedeutung einzelner Handelsstörer von größter Wichtigkeit. Allein das Vorhandensein eines schweren Schiffes zwang die Briten zu umfangreichen Sicherungsmaßnahmen ihrer Konvois. Jeder Geleitzug musste zumindest mit einem ebenbürtigen Kriegsschiff gedeckt werden, um einen eventuellen deutschen Überwasserangriff abschlagen zu können. Des Weiteren mussten Kampfgruppen zusammengestellt werden, die die deutschen Kriegsschiffe in der Weite des Atlantiks suchen und stellen sollten. Ein deutsches Schlachtschiff oder Panzerschiff band also eine Vielzahl schwerer gegnerischer Einheiten. Der Verlust eines solchen Schiffes hätte somit nicht nur die geringe Anzahl an schweren Einheiten verringert, sondern gleichzeitig eine erhebliche Zahl feindlicher Streitkräfte zum Einsatz gegen andere Ziele freigemacht.
Dies hätte die ohnehin außerordentlich schwierige Lage der deutschen Marine noch problematischer gemacht. Die Schiffe erhielten daher folgerichtigerweise den Befehl, jedem Gefecht, selbst mit gleichstarken Gegnern, aus dem Wege zu gehen und unter keinen Umständen den Verlust oder auch nur die Beschädigung des eigenen Schiffes zu riskieren. Selbst eine Reparatur mitten im Atlantik war aufgrund nicht vorhandener Stützpunkte unmöglich. Eine Herabsetzung der Kampfkraft hätte bereits ausreichen können, um den nachträglichen Verlust eines Schiffes als Folge eines Gefechtes zu verursachen. Die Ausgangslage für eine Gefechtssituation war demnach völlig unterschiedlich. Während die deutschen Schiffe Auseinandersetzungen vermeiden mussten und nur Handelsschiffe jagen sollten, versuchten die britischen Schiffe alles, um deutsche Einheiten zum Kampf zu zwingen. Selbst nur die Beschädigung eines deutschen Kriegsschiffes wäre für die Royal Navy ein großer strategischer Erfolg gewesen. Die logische Folge dieser Situation war damit die Tatsache, dass die deutschen Handelsstörer nur gegen Einzelfahrer erfolgreich und vor allem einigermaßen sicher operieren konnten. Die wichtigen Geleitzüge, die pro Jahr mehr als 40 Millionen Tonnen Ladung transportierten, konnten nicht wirksam gestört werden. Die politische Fehleinschätzung Adolf Hitlers, er glaubte, dass England nicht für Polen kämpfen werde, hatte nun die eigene Kriegsmarine in eine geradezu selbstmörderische Lage gebracht. Bereits im Dezember 1939 ging das deutsche Panzerschiff Admiral Graf Spee in der La Plata-Mündung vor Montevideo nach einem Gefecht mit drei englischen Kreuzern durch Selbstvernichtung verloren. Schwere Verluste erlitt die Kriegsmarine während des Norwegen-Unternehmens im April 1940. 10 Zerstörer, rund 50% des gesamten Bestandes dieses Schiffstyps, und der neue schwere Kreuzer Blücher gingen durch Kampfhandlungen verloren. Einige glückhafte Aktionen der Kampfgruppe Nordmeer, bestehend aus den Schlachtschiffen Scharnhorst, Gneisenau und dem schweren Kreuzer Admiral Hipper, brachten zwar zählbare, aber nicht entscheidende militärische Erfolge. Signalgast übermittelt den Abschiedsgruß an einen Kreuzer, der zur Erfüllung besonderer Aufgaben in jene Gebiete ausläuft, wo sonst keine Waffe hinreichen kann und der Masseneinsatz von Unterseebooten unzweckmäßig wäre. Torpedos werden klargemacht. Von den deutschen Kreuzern, die auf dem weiten Ozean den Handelskrieg gegen England führen, gelangen nur von Zeit zu Zeit Nachrichten in die Heimat. Geschütz reinigen. Das Flugzeug wird wieder an Bord genommen. Der Kreuzer nimmt Kurs auf den feindlichen Geleitzug.
Bilder vom Kampf des Kreuzers mit einem schwer bewaffneten englischen Handelsdampfer. Volltreffer! Der Dampfer ist vernichtet. Ein zweiter feindlicher Handelsdampfer wird unter Feuer genommen. Die Mannschaft bringt sich sofort mit Rettungsbooten in Sicherheit. Die Einsätze deutscher Großkampfschiffe waren und blieben sporadische Einzelaktionen, die allenfalls gelegentliche Entlastung für die U-Boot-Waffe erbringen konnten. Zu mehr waren die Dickschiffe aufgrund ihrer geringen Anzahl nicht in der Lage. Die erste Phase der Atlantikschlacht von Juli bis Oktober 1940 musste daher weitgehend von den U-Booten getragen werden. Die Weisung von Admiral Dönitz, dem Führer der U-Boote, lautete daher möglichst starker Einsatz im Atlantik. Am 15. Mai 1940 lief U-37 als erstes Boot nach dem Atlantik aus. Schon am 9. Juni, nach 26 Tagen, hatte U-37 über 43.000 Bruttoregistertonnen feindlichen Schiffsraumes in seinem Operationsgebiet versenkt. Es kam nun alles darauf an, die Konvois zu finden und die U-Boote heranzuführen. Bei der außerordentlich geringen Anzahl ein äußerst schwieriges Unterfangen. Das Anwenden der sogenannten Rudeltaktik, mehrere Boote operierten gemeinsam auf einen Gleitzug, brachte jedoch trotzdem bald bemerkenswerte Erfolge. Die tapferen U-Boot-Männer agierten mit höchstem Einsatz und viel persönlichem Geschick. Die gründliche Vorausbildung trug nun ihre ersten Früchte. Am 1. September 1940 verfügte die Kriegsmarine über nur 39 Frontboote. 300 wären für eine erfolgreiche Kriegsführung gegen die erste Seemacht der Welt jedoch notwendig gewesen. Umso höher müssen die Leistungen der wenigen vorhandenen Boote und ihrer Besatzungen gewertet werden. U-Boot auf Feindfahrt im Atlantik. Wieder ist eine Geleitzugschlacht beendet. Eins der beteiligten Boote muss neu versorgt werden. Wann ist der Versorger zu erwarten? Nach unserer Berechnung in wenigen Minuten. Da, an der Kimm ist er schon. Die Signalverbindung wird aufgenommen. Fertig machen! Vorbereitungen zur Versorgung. Der leitende Ingenieur und ein Unteroffizier setzen über. Achtung, festhalten! Die Zwischenventile zum Ölbunker werden geöffnet. Förderschläuche verbinden die Boote. Die Leitung ist angeschlossen. Alles klar. Das Öl läuft. Zu gleicher Zeit werden auch andere Verbrauchsstoffe übernommen.
destilliertes Wasser für die Batterien, Büchsengemüse. Auch Bohnenkaffee gibt es wieder. Tubenkäse und Aale. Mit dem Ladebaum werden die Torpedos an Bord genommen und ins Boot geführt. Die Versorgung ist beendet. Der Bordarzt verabschiedet sich. Er hat inzwischen die Besatzung betreut. Tran und Helle haben neuen Stoff. Die Diesel können wieder laufen. Ein warmes Bad nach schwerer Arbeit. Smutje hat frische Eier bekommen. Für jeden gibt's ein paar Eierkuchen. Smutje ist ganzer Stolz. Der Letzte! Die Jagd kann weitergehen. Die Freiwache unterhält sich auf ihre Weise. Auch Fridolin dümpelt im schweren Seegang. Hoppla, ein König geht über Bord. Die Sonne verschwindet am Horizont. In der Regenböe die Aufbauten eines Frachters. Taufen! Auf Gefechtsstation! Das Boot pendelt durch und geht auf Seerohrtiefe. Seerohr der Brite. Es muss ein Nachzügler des verfolgten Geleitzuges sein. Die Waffe ist scharf. Schuss! Schuss! Torpedos laufen! Einer hat gesessen! Beide Maschinen, große Fahrt voraus, auftauchen. Der Frachter brennt, seine Fassladung mit Treiböl steht in Flammen. Mit hoher Fahrt geht es dem gejagten Geleit weiter nach. Die Schlacht im Atlantik geht weiter. Von November 1940 bis zum Dezember 1941 wurde die sogenannte zweite Phase der Atlantikschlacht geführt. Bei militärischen Auseinandersetzungen ist es grundsätzlich erforderlich, dass in einem Kampfraum alle Mittel der Kriegsführung koordiniert eingesetzt werden. Für den Aufklärungsbereich wäre daher eine eigene Marineluftwaffe zwingend notwendig gewesen. Während die britische Marine die Zusammenarbeit aller Kräfte auf das Beste organisiert hatte, gab es in der deutschen Führung ein amateurhaftes Kompetenzgerangel über den Einsatz der einzelnen Waffengattungen. Dumme Sprüche wie "Alles, was fliegt, gehört mir"
vom Oberbefehlshaber der Luftwaffe Göring, dokumentieren dessen völlige Inkompetenz für diese Position. Die Zusammenarbeit der Luftwaffe mit den U-Booten war dann auch dementsprechend schlecht. In den nördlichen Gebieten waren wegen technischer Mängel die hier stationierten BV-138 Fernaufklärer zeitweise komplett ausgefallen. Im Süden standen einige Langstreckenflugzeuge des Typs Focke-Wulf 200 Condor zur Verfügung. Meist war nur eine einzige Maschine am Tage unterwegs. Das so wichtige Auffinden der Geleitzüge und das Heranführen der U-Boot-Rudel war damit unmöglich. Weitgehend auf sich allein gestellt führten die U-Boote in der Weite des Atlantiks einen einsamen Kampf gegen einen modernen und fortschrittlich denkenden Gegner. Immer wieder entstanden zwischen einzelnen Geleitzugkämpfen Zeitlücken, in denen die U-Boote vergeblich in See standen und den Schiffsverkehr des Gegners nicht finden konnten. Die militärische Verkennung der strategischen Lage und ihrer Bedeutung für die Gesamtkriegsführung im Atlantik war ein eklatantes Versagen der obersten deutschen Führung. Dass es den wenigen U-Booten trotzdem gelang, von November 1940 bis Dezember 1941 insgesamt 2.530.273 Bruttoregistertonnen feindlichen Schiffsraumes zu vernichten, stellt einen alles überragenden Erfolg dar. Im Verlaufe des Jahres 1941 gab es neben den U-Booteinsätzen auch noch Unternehmungen schwerer Überwasserstreitkräfte. Im Januar brachen zum ersten Mal in der deutschen Marinegeschichte deutsche Schlachtschiffe durch die Dänemarkstraße in den freien Atlantik. Scharnhorst und Gneisenau führten dort einen erfolgreichen Handelskrieg gegen Einzelfahrer und versenkten insgesamt 22 feindliche Schiffe. Die beiden Schlachtschiffe hielten wochenlang die gesamte britische Flotte zum Narren, bevor sie im März 1941 in Brest an der französischen Atlantikküste einliefen. Im Mai desselben Jahres folgte eine weitere Kampfgruppe mit dem neuen Schlachtschiff Bismarck und dem schweren Kreuzer Prinz Eugen. Bei diesem erneuten Durchbruch durch die Dänemarkstraße wurde das damals größte Kriegsschiff der Welt, der britische Schlachtkreuzer Hood, binnen 5 Minuten von der Bismarck vernichtet. Am 27. Mai 1941 kam aber auch das Ende für das deutsche Schlachtschiff. Nach einem irreparablen Ruderschaden wurde es manövrierunfähig von den britischen Schlachtschiffen Rodney und King George V. eingeholt und zusammengeschossen. Die Bismarck sank mit wehender Flagge. Über 2000 Besatzungsmitglieder fanden den Tod in den eisigen Fluten des Atlantik. Der schwere Kreuzer Prinz Eugen entkam und lief wenige Tage später in Brest ein. Ein für November geplanter weiterer Durchbruch des Schlachtschiffes Tirpitz und des Panzerschiffes Admiral Scheer wurde aufgrund des Verlustes der Bismarck abgesetzt. Bereits im Februar 1942 kehrten Scharnhorst, Gneisenau und Prinz Eugen in die Heimat zurück. In einem spektakulären Unternehmen brachen sie völlig überraschend durch den Kanal und fuhren den Engländern quasi vor der Haustür vorbei. Dies bedeutete aber auch die Aufgabe des Kampfes mit schweren Überwassereinheiten in der Atlantikkriegsführung. Fortan standen die schweren Schiffe nur noch im Nordraum, stark an die vorhandenen Stützpunkte gebunden, zur Verfügung. Ihre künftige Aufgabe bestand nun vor allem darin, allein durch ihre Anwesenheit starke Kräfte des Gegners im Nordmeergeleitraum zu binden. Einsätze waren selten, die Schiffe lagen meist in den norwegischen Fjorden versteckt, untätig vor Anker. Die Alliierten hatten damit einen großen strategischen Sieg errungen. Ausgelöst durch den Untergang der Bismarck gab es im Mittel- und Südatlantik nun keine deutschen Schlachtschiffe oder Kreuzer mehr. Die U-Boote standen nun endgültig allein. Die ganze Last der offensiven Seekriegsführung
musste nun von ihnen getragen werden. Von Januar bis Juli 1942 begann die dritte Phase der Atlantikschlacht. Das Deutsche Reich hatte aus Solidaritätsgründen nach dem japanischen Angriff am 7. Dezember 1941 auf Pearl Harbor den USA am 11. Dezember den Krieg erklärt. Diese Handlungsweise Adolf Hitlers ist wohl nur aus dem Umstand zu erklären, dass er niemals die USA besucht hatte. Sonst hätte er ohne Zweifel erkannt, dass dieses Land über nahezu unerschöpfliche Rohstoffreserven und Industrieanlagen verfügte. Über seine außenpolitische Naivität dürfte sich wohl der britische Premier Churchill vergnüglich die Hände gerieben haben. Hitler hatte ihm ein Trumpfass auch noch frei Haus geliefert. Einen wirtschaftlichen Riesen auch noch gewaltsam auf die Seite der Gegner zu ziehen, ist mit rationaler Logik nicht zu erklären, sondern hat seinen Ursprung in falsch verstandener Nibelungentreue gegenüber den verbündeten Japanern. Die Operationsgebiete der U-Boote dehnten sich damit bis vor die amerikanische Ostküste aus. Ganze 5 Boote standen für den Erstschlag gegen die USA zur Verfügung. Sinnlose Nadelstiche in das Fell eines Bären. Die außergewöhnlichen Erfolge der eingesetzten Boote erklären sich aus der Tatsache, dass die gesamte amerikanische Schifffahrt immer noch friedensmäßig ablief. Ungeübt für den Kriegsfall wurden die Amerikaner von dem Auftauchen deutscher U-Boote völlig überrascht. Statt nun wenigstens alle verfügbaren Boote im Atlantik auf den Geleitverkehr zu konzentrieren, um so gut wie eben möglich die Verbindung der Briten und Amerikaner zu unterbinden, wurden unsinnigerweise 20 Boote in den Norwegenraum beordert. Man befürchtete ein Landungsunternehmen der Briten an der langgestreckten norwegischen Küste und erachtete den Küstenschutz als vordringlicher. Die Atlantikkriegsführung hatte damit, abgesehen von einigen einzelnen U-Booten, in einem entscheidenden Moment aufgehört. Die vierte Phase der Atlantikschlacht begann im Juli und endete im September 1942. In dieser Zeit stießen monatlich 30 neue Boote zu den vorhandenen Kräften. Dies ermöglichte die Bildung zweier Kampfgruppen gegen die Amerika-England-Geleitzüge im Nordatlantik. Überwasserangriffe von U-Booten mit dem Artilleriegeschütz gegen Einzelfahrer zur Einsparung der wertvollen Torpedos waren durchaus möglich. In den ersten beiden Kriegsjahren waren die Räume im Atlantik weitgehend ohne alliierte Luftüberwachung. Dies hatte sich zwischenzeitlich grundlegend geändert. Durch den Einsatz viermotoriger Langstreckenflugzeuge wurden nun große Gebiete des Atlantiks aus der Luft überwacht. Die in Frage kommenden Angriffsräume der U-Boote wurden immer kleiner. Erschwerend kam noch hinzu, dass die Ortungsmittel gegen Unterseeboote erheblich verbessert worden waren. Mit den neuartigen Radargeräten konnten die über Wasser laufenden Boote frühzeitig erkannt werden. Anlaufende Zerstörer drängten sie in zunehmendem Maß von den Konvois ab und bekämpften die georteten Boote mit Wasserbomben. Im Juli 1942 gelang bei einem kombinierten Angriff Luftwaffe, Überwasserkriegsschiffe und U-Boote ein durchschlagender Erfolg gegen den Geleitzug PQ-17. Von 35 Schiffen wurden 24 vernichtet. Begünstigt wurde dieser Erfolg durch den nicht durchgeführten, aber von den Alliierten vermuteten Einsatz des deutschen Schlachtschiffes Tirpitz. Überhastet wurde der Geleitzug aufgelöst, die Sicherungskräfte ließen die wehrlosen Handelsschiffe schmählich im Stich. Die panische Angst vor der mächtigen Tirpitz
hatte eine für deutsche Flugzeuge und U-Boote außerordentlich günstige Situation geschaffen. Ihres lebensnotwendigen Schutzes beraubt, wurden die Frachtschiffe das Opfer massierter deutscher Angriffe. Dieses Unternehmen hatte eindeutig gezeigt, welche Erfolgsmöglichkeiten im Zusammenwirken aller geeigneten Kräfte liegen können. Dennoch blieb es unverständlicherweise eine Einzelaktion. Die Seekriegsleitung, immer noch unter dem Verlustdrama der Bismarck leidend, wagte keinen massiven Einsatz der Tirpitz gegen die das Deutsche Reich in seiner Existenz bedrohenden Russland geleite. Man glaubte, mit der bloßen Anwesenheit des Schlachtschiffes mehr bewirken zu können, als durch einen erfolgreichen Einsatz. Dass der Gegner dies auf Dauer nicht hinnehmen würde, war klar. Das Außergefechtsetzen der Tirpitz wurde zur vordringlichsten Aufgabe der Royal Navy. Am 12. November 1944 wurde das Schlachtschiff, das nie einen Schuss gegen feindliche Schiffe abgegeben hatte, durch britische Lancaster-Bomber mit überschweren Spezialbomben schließlich vernichtet. Die fünfte Phase der Atlantikschlacht dauerte von Oktober bis Dezember 1942. Im Nordatlantik standen ständig zwei U-Boot-Gruppen zur Geleitzugbekämpfung. Die Ostgruppe sollte die nach Westen laufenden Konvois, die Westgruppe die nach Osten gehenden Geleitzüge erfassen und im luftfreien Raum in der Mitte des Atlantiks bekämpfen. Aufgrund der ständig drohenden Radargefahr mussten die Boote Tag und Nacht meist unter Wasser mit sehr geringen Geschwindigkeiten laufen. Dies behinderte ihren Aktionsradius erheblich. Trotzdem, der Kampf auf den Geleitwegen war noch keineswegs entschieden. 1942 stießen im Schnitt pro Monat 17 Frontboote zur U-Boot-Waffe. Die Kräfte und damit auch die Möglichkeiten, den Unterwasserkrieg zu intensivieren, nahmen zu. Der Kommandant hat die ersten Schiffe des Geleits im Fadenkreuz. Alles klar. Ein kurzer Seitenblick. Schiffstyp und Größe werden festgestellt. Rohr 1 und 4 los. Ein Zweierfächer jagt gegen den Feind. Das Seerohr wird eingefahren. Das Boot geht auf Tiefe. Da sind schon die Zerstörer. Sie überlaufen das Boot. Die unvermeidlichen Wasserbomben. Das Boot wird hin und her geworfen und bäumt sich auf. Alle Mann voraus. Die normale Trimlage muss wiederhergestellt werden. Das Licht ist ausgefallen. Der übliche Glasschaden. Mit ein paar geübten Griffen ist alles wieder behoben. Vorsichtiger Rundblick. Die Luft ist wieder rein. Einer der torpedierten Dampfer schwimmt noch auf seiner Ladung. Auftauchen! Die U-Boot-Männer sollen selbst Zeugen ihres Erfolges sein. Von Januar bis Mitte Mai 1943 wurde die sechste und letzte Phase der Atlantikschlacht bis zum Zusammenbruch des U-Boot-Krieges geführt. Am 1. Januar 1943 standen insgesamt 164 Boote im Atlantik, 24 im Mittelmeer, 21 im Nordmeer und 3 im Schwarzen Meer.
212 U-Boote bildeten den Gesamtbestand der Kriegsmarine. 39 waren im Tagesdurchschnitt im Atlantik innerhalb ihres Operationsgebietes. Die restlichen Boote befanden sich auf dem Hin- oder Rückmarsch, in der Werft oder zur Überholung und Materialauffrischung. Die britische U-Boot-Abwehr hatte sich weiter verbessert. Das Auffinden der Geleitzüge in der stürmischen Zeit der Jahreswende machte Feindkontakte oft unmöglich. Die Gegner hatten voneinander gelernt. Das Schachspiel auf dem Atlantik gestaltete sich zunehmend schwieriger. Im Februar 1943 wurde auf deutscher Seite erstmalig erkannt, dass es dem Gegner mit Hilfe von Flugzeugfunkmessortung möglich war, die U-Boot-Aufstellungen mit bemerkenswerter Genauigkeit zu erfassen. Ausweichbewegungen der Geleitzüge waren die Folge. Im März 1943 gelang es den Engländern, mit Hilfe ihrer lang vorbereiteten, nunmehr zur Verfügung stehenden Geleitflugzeugträger das letzte Luftloch über dem Atlantik zu schließen. Die Konvois liefen jetzt unter dem ständigen Schutz von Flugzeugen. Ein wesentlicher Vorteil war damit auf Seiten der Alliierten. Die systematische, allmähliche Organisierung des Geleitverkehrs und der technologische Vorsprung der Briten und Amerikaner in der Ortungstechnik hatte die Situation in der Atlantikschlacht grundlegend zu ihren Gunsten verändert, ohne dass dies zunächst in zählbaren Erfolgen in Erscheinung trat. In den ersten drei Wochen des Monats März 1943 erzielten die deutschen U-Boote noch einmal außerordentliche Erfolge. Aber bereits Ende desselben Monats fasste die britische Regierung nun alle Kräfte zusammen, um die U-Boote zu besiegen. Allein im Monat Mai 1943 gingen 31 Unterseeboote verloren. Das Radar hatte ihre Überwasserkampfkraft fast völlig ausgeschaltet. Die Ereignisse im Mai 1943 hatten eindeutig gezeigt, dass der Punkt erreicht war, an dem die Abwehr der beiden großen Seemächte die Kampfkraft der U-Boote übertraf. Eine neue Offensive konnte erst dann wieder mit Aussicht auf Erfolg geführt werden, wenn die U-Boote über moderne Technik, wie zum Beispiel höhere Unterwassergeschwindigkeit und neue Waffensysteme, verfügten. Als Konsequenz all dieser Faktoren brach Großadmiral Dönitz, der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, am 24. Mai 1943 die Schlacht im Atlantik ab. Jetzt befand sich Deutschland an allen Fronten in der Defensive. Die letzte Offensivwaffe konnte, ohne ein nicht vertretbares Verlustrisiko einzugehen, nicht mehr eingesetzt werden. Die Versäumnisse der Vergangenheit waren nicht mehr aufzuholen. Die Verluste an Frontbooten stiegen ständig an, die Versenkungserfolge gingen immer mehr zurück. Da die Alliierten den Geheimcode für den deutschen Funkverkehr geknackt hatten, waren sie über geplante deutsche U-Boot-Aktionen meist frühzeitig informiert. Eine technisch zwischenzeitlich überalterte Angriffswaffe hatte ihre Kraft gegen einen bestens organisierten Gegner verloren. Die Geleitzüge der Alliierten konnten nahezu ungehindert über den Atlantik fahren und Unmengen von Transportgütern, vor allem nach Russland, über die Eismeerroute transportieren. Die Einsätze der U-Boote erfolgten von nun an nur noch sporadisch. Um die Kräfte des Gegners zu binden, kämpften sie weiter. Ein deutsches U-Boot auf Feindfahrt im Nordmeer.
38 Minuten. Dritte Seewache sich klar machen, Anzug Lederzeug.
In dem Bestreben, den technologischen Vorsprung der Briten und Amerikaner aufholen bzw. überflügeln zu müssen, entstanden im Jahr 1944 völlig neue U-Boot-Konstruktionen. Mit dem Typ 21 gelang ein revolutionierendes Bauvorhaben. Niemals zuvor waren derart komplizierte und große Unterwasserkriegsschiffe geschaffen worden. Mit 17 Knoten Unterwassergeschwindigkeit waren sie doppelt so schnell wie die bisherigen 7C-Boote. Bereits 9 Monate nach Vorlage des Typenentwurfs liefen die ersten 3 1600-Tonnen-Boote vom Stapel. Durch die immer stärker werdenden Luftangriffe der Alliierten konnte das erste Frontboot des neuen Typs 21 erst am 30. April 1945 zu seiner ersten Feindfahrt auslaufen. Am 4. Mai erhielt es jedoch Angriffsverbot. Der Zweite Weltkrieg war für die U-Boot-Fahrer und ihre Gegner im Atlantik zu Ende.